fliegt, denkt er dann, sobald das Licht ihn trifft, an Untergang? Oder fühlt er nur neuen Lebensmut? Durchs Licht die Liebe und stürzt sich freudig in die Glut. Wenn der Falter glüht, ist er dann seinem Traum ganz nah oder ist ihm bang? Verflucht er seine Leidenschaft und stemmt die Flügel gegens Licht mit allerletzter Kraft? Warten können, sich bereithalten für das, was kommen soll, was werden wird. Erwartungen offen aushalten, frei sein. Die eigentlichen Geschenke des Lebens werden zumeist in der Stille überreicht. Freundschaft und Liebe, Geburt und Tod, Freude und Schmerz, Blumen und Sonnenaufgänge und das Schweigen als eine tiefe Dimension des Verstehens. Eines Menschen Heimat ist auf keiner Landkarte zu finden, nur in den Herzen der Menschen, die ihn lieben. Selbst schon mal irgendwie was geschrieben? Nein. Also überhaupt nichts mit Poe? Nee. Ich schreibe noch nicht mal Postkarten. Wissen Sie denn vielleicht jemanden, den wir fragen könnten? Jemanden, den ihr fragen könnt? Ja, und zwar hier gegenüber, den Herrn Wolf. In diesem Messerladen? Ja. Okay. Da? Das ist ein ganz alter Siegburger. Ja. Okay. Geh erstmal rein und bereite den Mann vor, dass was kommt. Ja. Also, wir suchen in Siegburg einen Poeten. Kennen Sie einen Poeten in Siegburg? Oh, jetzt muss ich, wüsste ich jetzt nicht. Kennen Sie denn ein Gedicht, was Sie so jetzt aus dem Stegreif auswendig auch sagen könnten? Ein Gedicht? Die Glocke, ja, die Glocke. Also ich kenne nur die festgemauert in der Erde ist die Form aus Lehm gebrannt, heute soll die Glocke werden. Aber ich kenne also am besten die Kurzfassung. Loch in Erde, Esel, Rinn, Glocke, fertig, bim, bim, bim. Okay, danke schön. Bitte schön. Woran denken Sie, liegt das denn, dass immer weniger Gedichte lesen heutzutage? Weil man immer weniger damit konfrontiert wird. Ja. Ich versuche persönlich, selbst wenn irgendwie ein Geburtstag ist, Bücher noch rauszukramen, um Gedichte aufzusagen. Und vor allem das schönste Gedicht ist die Zeit. Ja. Ich wünsche mir Zeit. Aber es wird sich da zu wenig leider mit befasst. Ja. In 300 Metern halb links abbiegen, dann halb links abbiegen.
16. November für Gerry Snyder. Noch sind Jahreszeiten gesetzt und Halt auch des Menschen. In ihnen entscheidet sich alles, Jahr für Jahr. Ein Nachtfalter hängt im Spinnennetz, verfrüht. Die Kälte, die ihn töten sollte, kommt etwas später. Und dennoch, die Kinder sind gezeugt im Juli zu Hunderten, die Erbschaft ist gesichert und Nachbars holzgewürzter Qualm zieht durch den Walnussbaum, den Rhododendron. Es gibt keine Notwendigkeit zu überleben. Versteht ihr, was ich sagen will? Es gibt also schon noch den direkten Zugang. Oder noch ein schöneres Beispiel, ist für mich der allergrößte Erfolg bei allem Klagelied darüber, dass es in unserer Gesellschaft keinen Raum mehr für Lyrik gibt. Abendfahrt. Kröten auf meinem Weg. Ihr Sinnentaumel ist die Tropenfeuchtigkeit der regenwarmen Straße. Und ihr Tod, meine Geschwindigkeit, ist zielstrebig, von Tod zu Tod.